Fronteiras do Pensamento de hoje apresenta a segunda parte da conferência A Mutação das Utopias, com o deputado alemão Daniel Cohn-Bendit. Ele se tornou conhecido por liderar as manifestações de maio de 68, que abalaram Paris e o mundo, e atualmente é um importante ativista da causa verde. Na palestra que apresentamos, ele faz um retrospecto das ideologias políticas do século XX e destaca a necessidade que os homens têm da utopia. Acompanhe. Ich will Ihnen zwei Utopien, von zwei Utopien reden. Die erste ist für mich die wichtigste für mein Leben. Das ist Europa. Das mag verwunderlich sein. Europa ist heute ein schwerfälliges Gebäude. Europa ist heute nicht fassbar. Und trotzdem ist es eine unglaubliche Geschichte. Und ich möchte Sie mitnehmen, diese Geschichte nachzuvollziehen, weil es ist eine der schönsten Geschichten, obwohl es einem schwerfällt, dies zu akzeptieren, eine der schönsten Geschichten der Menschen, der Menschheit. Warum? Europa ist das Land, was die meisten Kriege produziert hat. 1914, 18, 1970, 71, der Zweite Weltkrieg. Europa ist die Region, wo der Imperialismus geboren wurde. Europa ist die Region, wo die zwei schlimmsten Totalitarismen geboren wurden und gedacht wurden, der Faschismus und der Kommunismus. Europa ist einerseits in der Geschichte Ort des Verbrechens, der Trauer, der Kriege, der Niederlage. Europa ist 1945 eine Region gewesen in Trümmern. Nicht nur physisch, sondern die Menschen waren in Trümmern. Und da haben einige Menschen, keine Linken, keine Rechten, Menschen unterschiedlicher politischer Couleur, haben eine Utopie gehabt. Eine Utopie. Kann es nicht sein, dass wir eine Struktur schaffen in Europa, wo Kriege wieder unmöglich wären? Wo Kriege als etwas Unwahrscheinliches erscheinen. 45 nach dem Zusammenbruch. Und da möchte ich, um diese Utopie zu klären, einen kleinen Exkurs machen. Ihr wisst, dass viele Menschen sagen, Kriege haben nie etwas Gutes gebracht. Wir müssen alles tun, um Kriege zu verhindern. Es stimmt. Wir müssen alles tun, um Militärinterventionen zu verhindern. Es stimmt. Aber es gibt Ausnahmen in der Geschichte, wo es nicht anders gibt. Und viele in Europa sagen, Militärinterventionen haben nie was Gutes geschafft. Jetzt stellt euch vor, ich bin 1945 geboren im April. Ich komme zur Welt und fange an, sofort zu reden. Und sag meinen Eltern, ich habe eine Utopie. In 50 Jahren wird es keine Grenze mehr geben zwischen Deutschland und Frankreich. In 50 Jahren wird es keine Kontrollen mehr geben zwischen Deutschland und Frankreich. In 40 Jahren wird es keine Polizei mehr geben zwischen Deutschland und Frankreich. Ja, wer hätte geglaubt, 1945, dass 50 Jahre später in Europa eine politische Struktur entstand, eine politische Struktur, die Kriege zwischen Deutschland und Frankreich, die Kriege in Europa verunmöglicht. Und dies wurde möglich, weil es eine Reihe von Utopien gab. Die erste Utopie, die erste Vision nenne ich die Vision vom Rhein.
Der Traum, die Utopie, dass der Rhein kein Fluss sei, das eine Grenze bedeutet. Kein Fluss sei, wo Kriege finden, sondern ein gemeinsamer Fluss in Europa zwischen Deutschland, Frankreich, Holland, Belgien. Das also ein Fluss, das verbindet. Und das ist entstanden mit Europa. Das ist entstanden im Westen Europas. Und dann gab es eine zweite Utopie. Die nenne ich die Utopie und die Vision und der Traum von der Oder an der Grenze zwischen Deutschland und Polen, dass irgendwann mal die Oder kein Fluss sei, das zwei Welten trennt, wo Menschen sterben, weil es eine Trennung ist zwischen dem real existierenden Sozialismus, Kommunismus und dem Westen. Aber ein Fluss ist, was verbindet, was Europa West und Europa Ost verbindet. Für mich ist Europa in der Tat einer der letzten Utopien, wo es sich lohnt zu kämpfen, wo es sich lohnt, diese zu verteidigen. Und ich habe euch von der Vision des Rheins, von der Vision der Oder gesprochen. Ich könnte für mich eine dritte Vision anknüpfen, an eine dritte, nämlich die Vision vom Bosporus. Ja, ich glaube, dass eines Tages zu diesem Europa die Türkei gehören wird. Wir leben in einer Welt, die im Moment eine schreckliche Konfrontation erlebt. Im Grunde genommen, den Clash of Civilization, von dem gesprochen wurde, ist heute da. Wir haben eine Auseinandersetzung und es gibt auch eine Auseinandersetzung, nicht mit dem Islam, aber mit einer Deutung des Islam, mit dem radikalen Fundamentalismus als eine totalitäre Ideologie. Und wir müssen diesen Kampf führen. Es ist schwierig, nicht so wie im Irak, nicht so wie in Afghanistan, aber es ist eine Auseinandersetzung um die Freiheit. Es ist eine Auseinandersetzung um Gleichheit und Gerechtigkeit. Es ist eine Auseinandersetzung um den Wert aller Menschen. Das ist eine Errungenschaft, die leider nicht in der ganzen Welt oder nur in einer Minderheit der Welt anerkannt wird. Und deswegen sage ich, um jetzt zum Islam zurückzukommen, wenn wir in Europa klar machen können, dass im Kampf gegen den radikalen Fundamentalismus es uns nicht einen Kampf gegen den Islam gibt, und wir zeigen das, indem wir die Türkei als einen mehrheitlich muslimischen Staat in die Europäische Union integriert, dann beweisen wir, dass die Europäische Union nicht ein christlicher Club ist, sondern wirklich eine Union von Menschen jenseits ihrer Religion, jenseits ihrer ethnischen Zustimmung. Deswegen ist es so wichtig, ob die Türkei, ob Bosnien, ob Serbien, dass die kommen und dass wir ein neues Bild der europäischen Einheit damit schaffen können. Es ist eine Utopie. Es ist noch nicht Realität. Das hat aber diese, im Grunde genommen, und da will ich hin, diese Soft-Utopien, diese leichten Utopien, sind diejenigen, die im Moment entscheidend sind für das Zusammenleben der Menschen. Zum Schluss für die Diskussion möchte ich noch über die letzte Utopie reden, die meiner Meinung nach notwendig ist. Wir haben in der Welt eine große Ungerechtigkeit. Wir haben in der Welt reiche Länder, arme Länder. Wir haben in der Welt ein Verteilungsproblem. Nur haben wir heute ein neues Problem. Unsere Gesellschaft, der ökonomische Wachstum, so wie er sich in den letzten 50 oder 80 oder 100 Jahren entwickelt hat, hat etwas produziert, was unser Planet bedroht. Nämlich, dass wir eine Wirtschaftsentwicklung haben, die zerstörerisch ist auf die Grundlagen des Planets. Beste Beispiel, Beweis dafür, ist der Klimawandel.
Der Klimawandel ist etwas, was man nicht im Grunde genommen beenden kann, indem man den Reichtum anders verteilt. Sondern Klimawandel bedeutet eine notwendige Veränderung unserer Produktionsweise. Klimawandel bedeutet auch eine notwendige Veränderung der Lebensweise, unserer Lebensweise. Ich gehöre in einer grünen Partei an in Europa. Und einen normalen Wahlkampf, der stattfindet, könnt ihr jetzt auch in Brasilien sehen. Da gibt es die traditionellen politischen Kräfte. Was sagen sie? Sie sagen, wählt uns, wir haben ein Programm und euer Leben wird leichter sein. Wenn Grüne ehrlich sind, dann müssen sie sagen, wählt uns und alles wird schwieriger sein. Warum? Es gibt keine ökologische Transformation, ohne dass die Menschen diese Transformation auch umsetzen in ihrem Leben. Es gibt sie nicht, weil wir können nicht so viel Energie konsumieren. Wir können nicht so viel konsumieren, ohne dass wir die Lebensgrundlage zerstören. Und das ist meiner Meinung nach die Utopie, die letzte Utopie, die ich verteidige. Nämlich, wie kann man Gesellschaften reformieren, verändern in einer demokratischen Art und Weise? Wir können nicht die notwendige ökologische Transformation gegen die Menschen durchsetzen. Wir können nicht die Menschen gegen sie selbst glücklich machen. Das geht nicht. Und das ist die Schwierigkeit. Lula hat vieles gebracht in diesem Land, aber der hat die Grundzüge der ökologischen Katastrophe, die hat er in seiner Ideologie nicht integriert. Gewiss, einiges haben sie verstanden, aber das Grundsätzliche, das Problem, dass eine bestimmte Wirtschaftsweise diese Logik der Zerstörung immer weiter potenziert, dies hat die traditionelle Linke nicht verstanden. Und deswegen ist es die Aufgabe, es ist die Aufgabe grüner Bewegung, von Bewegung und Parteien, unsere Gesellschaft herauszufordern, auf demokratischer Weise herauszufordern, indem wir formulieren ein Projekt für die Perspektive, die auch eine Perspektive der Rettung der Menschheit ist. Wir sehen es in den letzten Jahren. Die ökologischen Katastrophen durch den Klimawandel, die verschärfen sich, die werden immer stärker. Wir können blind sein, wir können hoffen, dass der Sturm an uns vorbeigeht, dass die Überschwemmung an uns vorbeigeht, dass das Abrutschen von Bergen an uns vorbeigeht. Aber schaut euch China an, schaut euch die ganzen Gegenden der Welt, was für Katastrophen im Moment stattfinden. Und deswegen ist die ökologische Transformation eine Utopie. Aber diese Utopie, die wird nur dann eine Richtschnur sein in unserem politischen Kampf, wenn wir sie integriert haben in einer demokratischen Perspektive. Und das ist die Schwierigkeit, ich weiß. Und manchmal kann man unglücklich sein, wenn man eine Wahl verliert, wenn man bestimmte Dinge die durchsetzen kann, weil die Mehrheit eben es nicht gewollt haben. Das ist schmerzhaft, das ist schwierig, aber das ist der einzige Weg, um längerfristig zu Veränderungen zu kommen. Zusammenfassend will ich also sagen, ja, wir müssen alte Utopien zerstören. Ja, wir müssen alte Utopien vergessen. Wir müssen sie kritisch überprüfen. Aber Utopien sind notwendig. Utopien müssen verankert sein in der Realität. Utopien dürfen nicht verkommen zu einer totalitären Ideologie, sondern Utopien sind dafür da, um uns den Blick, den Geist zu öffnen, um uns die Kraft zu geben,
politische Auseinandersetzung zu führen. Zu Utopie gehört einfach, dass die Grundlagen der Politik immer das Leben sein soll, die Lust am Leben. Und das ist eine Utopie, die ich beibehalten habe von den 60er Jahren. Wenn eine Utopie nur das Schreckliche ausmalt, wenn eine Utopie dunkel ist, wenn eine Utopie nur mit der Apokalypse spielt, dann ist sie schrecklich. Ich würde sogar sagen, sie ist langweilig. Die Menschen wären in der Lage, sich selbst zu befreien, wenn man eindeutet, dass in diesem Prozess einfach Spaß, Lust und kulturelle Emanzipation gehört. Und das ist, glaube ich, sehr wichtig. Und deswegen bleibt noch in unseren Köpfen, in unseren Gedanken, so Momente wie Woodstock so wichtig. Weil Woodstock, das war der Moment, wo viele junge Amerikaner zu sich selbst gefunden haben, in eine Euphorie, in eine Lust zum Leben. Und mit dieser Lust haben sie es geschafft, zum Beispiel im Namen einer amerikanischen Verfassung gegen einen Krieg wie Vietnam zu kämpfen. Das heißt, zur Utopie, zu meiner Utopie gehört auch ein positives Bild, ein lustvolles Bild der politischen Auseinandersetzung. Wenn wir das alles im Kopf haben, dann können wir optimistisch sein. Wird das klappen? Wenn wir es schaffen, die ökologische Transformation, wenn wir es schaffen, Europa wieder so zu stärken, dass wir die nationalen Egoismen, dass wir den nationalen ökonomischen Chauvinismus jetzt wieder überwinden? Ich weiß es nicht. Ich weiß nur, es lohnt sich, dafür zu kämpfen. Vielen Dank.